Kräfte auf uns, von denen wir sehr wenig wissen. Und es gibt Orte, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Schweig! Das Mittelalter ist noch mitten unter uns. Und wenn es auch keine Hexen mehr gibt, so gibt es doch Menschen, die den Teufel anbeten. Hören Sie auf mich. Verlassen Sie Whitewood. Verlassen Sie es noch heute Nacht. Ich beschwöre Sie, fliehen Sie, ehe es zu spät ist. Denn wer sich in die Stadt der Toten verirrt, ist rettungslos verloren. Dennis Lotis, der Mann, der seine verschwundene Schwester sucht. Und plötzlich vor einem Abgrund von Verbrechen steht. Verbrechen, die so grauenvoll und unerklärlich sind, dass man davor erstarrt. Alan Driscoll wurde 1692 als Teufelsanbeter verbrannt. Doch 1962 ist er ordentlicher Professor an einer amerikanischen Universität. Unglaublich und doch wahr. Hallo? Ja? Richard, ich bin in schrecklicher Gefahr. Wir müssen sofort Whitewood verlassen. Pat! Was ist denn? Pat! Diese Frau schloss vor über 300 Jahren den Pakt mit dem Teufel. Seitdem veranstaltet sie schwarze Messen zu Ehren Luzifers und bringt ihm regelmäßig Opfer. Junge Mädchen, die sie in die Stadt der Toten lockt. Pat, bist du da drin? Pat! Das Grauen lauert hinter jeder Tür. Denn der Tod ist Stammgast in Whitewood. Warte! Noch ist es nicht so weit.